Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Oh Lucy Box von Tierabo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Oh Lucy von Tierabo. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann die Box in Ruhe ansehen. Also, das Ganze mal hier öffnen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier oben in gelb, goldgelber Schrift Tierabo, darunter Oh Lucy und dann ganz unten lesen wir noch Outer This World, dass ja das Label über das Album bzw. die Box erschienen ist. Outer This World, das eigene Label von Genetik, die sich ja von Selfmade Records getrennt haben und Tierabo somit das erste Signing bei Outer This World. Wir haben hier noch einen FSK 12 Aufkleber, den wir dann natürlich abmachen können. Gut, dass es nur ein Aufkleber ist und nicht aufgedruckt. Gefällt mir. Wir haben hier im Hintergrund diverse Bauten, Hochhäuser. Also ist leider sehr undeutlich oder sehr verschwommen das Ganze. Und hier noch diverse Lichter, so Straßenbeleuchtung etc. Auf der Unterseite ist das Ganze so glatt in diesem Schwarz bzw. dunkelblau-violett-Ton, zieht sich hier so durch das Design komplett. Dann haben wir auf der Rückseite einmal so eine goldene Schlange. Dann lesen wir noch einmal Outer This World und hier der Verbraucherhinweis. Dann die Credits zum Album und hier oben links noch ein Barcode. Gut, wir werden das Ganze mal öffnen. Es ist das erste Album von Tierabo, von diesem Duo, und das Ganze gleich als Boxform erschienen. Deckel von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal als erstes aufliegen ein T-Shirt. Dann haben wir zwei Sticker. Das Album inklusive Instrumentals. Die Acoustic Sessions EP. Dann eine DVD. Und dann haben wir noch zwei Shotgläser, zwei Schnapsgläser. Zu denen kommen wir dann natürlich auch noch. Es riecht sehr stark. Das dürfte wohl dieser Schaumstoff, dieser Einleger sein. Ja, also der riecht echt heftig, wenn man die Box öffnet. Schön gemacht, das Ganze hier so in die Form gebracht, dass wirklich die Gläser und auch natürlich die Tonträger, die Cover, heil beim Kunden ankommen. Gefällt mir gut. Wir machen die Box mal wieder zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir machen noch kurz das T-Shirt aus der Folie. Hier haben wir noch einen Sticker, der das Ganze versiegelt. Tierabo Out of This World. Ja, der Sticker bleibt sogar ganz. Sehr schön. So. Aber bevor wir zum T-Shirt kommen, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also, so sieht das Ganze aus. Tierabo Oh Lucy. Und dann haben wir hier den Rapper von Tierabo abgebildet. Das Duo Tierabo setzt hier zusammen aus Lucy, der in diesem Fall hier abgebildet ist. Das ist der Rapper, also der den Gesangspart bzw. Rap-Part des Albums übernimmt. Und dann haben wir noch den zweiten, das ist in dem Fall Deon. Ja, oh ja, Deon, der das Ganze produziert, also der die Beats und die Produktion macht. Zwei CD lesen wir hier, weil ja auch noch die Instrumentals drin sind. Und hier unten rechts haben wir noch einen Aufkleber. Hier steht dann Includes the Smash Hits, Out of This World, Oh Lucy und Lippen. Also das drei Auskopplungen des Albums gewesen. Hier links unten im Eck nochmal klein der Verbraucherhinweis. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, relativ ungewöhnlich, da das Ganze nicht durchnummeriert ist.
Und es sind meines Wissens 13 Tracks, oder? Ja, 13 Tracks müssten das sein. Und wir haben Features von Genetik, Yakama und Larry. Und hier nochmals Genetik. Also zweimal Genetik, einmal Yakama und Larry. Dann hier auf der Rückseite sehen wir in diesem Fall beide. Also einmal Lucy und einmal Deon. Auf der Seite lesen wir Diavo, oh Lucy und hier dann unten noch eine Bestellnummer. Gut, wir öffnen das Ganze mal und werfen mal kurz einen Blick in das, geht überraschend einfach raus, in das Booklet. Also Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir hier, was haben wir? Die einzelnen Tracks abgedruckt. Also der ganze Text hier, sehr schön, gefällt mir gut. Da kann man das Ganze dann mitlesen, mitrappen, je nachdem. Und wir haben hier eine Schlange, die sich hier so durch das Artwork zieht. In dem Fall hier Frauengesichter. Keine Schlangen mehr. Sehr bunt gestaltet, das Booklet. Sehr farbenfroh das Ganze. Wieder etwas düsterer Lippenstift wieder aufgetragen. Also wirklich jeder Text, jeder Track abgedruckt. Outro. Okay. Und das genau dasselbe wie auch schon auf dem Album, auf der Albumrückseite. So, dann haben wir das Album an sich, also die CD. Oh Lucy. Auch hier wieder in diesem Design, wie auch schon das Boxcover. So sieht die CD aus. Und dann haben wir auf der Rückseite die Instrumental CD. Diese sieht so aus. Und auch hier im Hintergrund wieder dieser Block. Da auf jeden Fall deutlicher zu erkennen, besser zu erkennen als auf dem Boxcover. Dürfte aber dasselbe Bild sein. So, dann haben wir die nicht aus Gold Acoustic Sessions EP. Nicht aus Gold Lippen, oh Lucy, Don't Have a Gun, Icarus, Goldstaub. Also auf dieser EP finden wir 4 Acoustic Tracks und 2 Session Tracks. So sieht das aus, klassisch in Schwarz und Weiß gehalten. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir die nicht aus Gold DVD. Dieser dürften wir auch den 12er zu verdanken haben. Und hier haben wir einmal 4 Tracks. Das sind meines Wissens die Akustikvideos und dann 2 Videoclips, die auch schon so ausgekoppelt wurden. So sieht die DVD an sich aus in Schwarz und Weiß. Und auch hier wieder der FSK 12er Merk. Dann haben wir 2 Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier in quadratisch. Lippen lesen wir hier. Sieht so ein bisschen nach Wüstenlandschaft aus. Und dann haben wir einmal diesen Diavo Sticker in weiß und schwarz. Rechteckig. Bevor wir zum T-Shirt kommen, schauen wir uns noch kurz die Shotgläser an. Also wir haben 2 Gläser mit rotem Aufdruck. Das eine Glas hier mit Lucy beschriftet. Und das zweite mit Deon beschriftet, also beide Teile, sag ich mal, von Diavo haben jeweils ihr eigenes Glas. Eignet sich natürlich, um alkoholische Getränke zu trinken. Ich glaube, die beiden trinken vor allem Uso aus solchen Gläsern, aber könnt ihr natürlich reinfüllen, was ihr wollt. Ich bin generell nicht so der Uso-Fan, aber wie gesagt, eignet sich ja für jedes andere Getränk genauso gut. Schöne Gläser, schön verarbeitet. Dicker Boden und auch von der Form her sehr schön. Gefällt mir gut. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch ein T-Shirt. Und zwar haben wir hier einmal Diavo stehen in weiß. Auf dem linken Ärmel haben wir dann noch das Label abgedruckt. Und zwar Outer This World. Und was mich besonders freut, mal wieder, es gibt einen Backprint
und dieser sogar sehr schön gestaltet, Diavo oder This World und dann Oh Lucy. Und das Oh Lucy gefällt mir besonders sehr gut. Hier auch wieder in dieser Schrift, wie auch schon hier auf dem Boxcover, mit dieser verlaufenden Schrift, als wäre das irgendwie frisch draufgesprüht worden oder so. In dieser Graffiti-Optik. Hat auf jeden Fall was. Wir schauen nochmal kurz, womit wir es hier zu tun haben. Wir haben hier ein Gilden Heavy Cotton in der Größe L, made in Bangladesch und 100% Baumwolle. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck, mit dem weißen Schriftzug hier Diavo. Relativ weit oben das Ganze, mittig, aber deutlich über dem Brustbereich, wo das normalerweise beschriftet ist. Also ungewöhnlich vom Design her. Auf dem linken Ärmel haben wir dann den Schriftzug Outer This World. So sieht das aus. Und der Backprint, den habt ihr vorhin schon gesehen, der gefällt mir ehrlich gesagt am besten an dem T-Shirt. Also auch wenn es relativ schlicht gestaltet ist, so in schwarz und weiß. Aber der Backprint mit dem goldenen Oh Lucy, der reißt das auf jeden Fall raus in meinen Augen. Und auf jeden Fall ein T-Shirt, das man gut tragen kann. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Diese beiden Sticker, einmal quadratisch, einmal rechteckig. Die DVD, nicht aus Gold. Die Acoustic Sessions EP. Das Album an sich, inklusive Instrumentals und die beiden Shotgläser. Das alles in dieser wunderbaren Box, Oh Lucy von Diavo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Diavo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.